Ich habe schon seit mehr als 8 Monaten keinen Brief von Anke bekommen. Als wir geheiratet haben, da haben wir gesagt, für immer und ewig. Wie dumm das jetzt klingt. Aber vielleicht denkt sie, dass ich schon tot bin. Oder nachts liegt ein anderer Mann neben ihrem Bett. Ich weiß es nicht. Und ich würde sie auch nicht übel nehmen. Ich hätte wahrscheinlich dasselbe getan. Er hat seine Schüsse immer näher des Hauses platziert. Muss kaum noch Kugeln haben. Deshalb wartet er, bis wir uns nähern. Dann kann er seine Munition nicht verschwenden. Hör zu! Der Scharfschütze muss kaum noch Kugeln haben. Darum wartet er, bis sein Ziel sich nähert. Er kann sich nicht leisten, seine Munition zu verschwenden. Herr Kommandant! Was? Diese Männer da, das sind Ihre Männer. Ich meine, wir haben seit Wochen nichts von der Front oder vom Hauptquartier gehört. Und? Huber, fahren Sie fort. Keine Nachricht. Keine Munition, keine Vorräte. Sie sind ein intelligenter Mann, Herr Kommandant. Und Sie kommen doch sicherlich zu demselben Schluss wie ich. Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen, Soldat Huber? Na, dass der Krieg aus ist. Sie müssen das doch auch spüren. Und wir sind alles, was noch übrig ist. Huber, ich bin ein intelligenter Mann, soweit haben Sie recht. Und ich weiß, dass diese Männer da draußen meine Männer sind. Und ich weiß, dass deutsche Männer überall in diesem Land sind. Und Frankreich und Russland. Sie alle haben geschworen, ihrem Land und dem Führer zu dienen und ihre Pflicht zu erfüllen. Aber ich stimme Ihrer Theorie nicht zu, dass der Krieg vorbei ist. Und die Männer dort draußen, die ihr Leben gelassen haben, bestimmt auch nicht. Und falls wir hier heute Abend sterben, werden wir wie unsere Brüder sterben. In Ehre zu unserem Land und in Bewunderung zu unserem Führer. Warum stürmen wir dieses Haus? Soldat, der Scharfschütze hat auf uns geschossen. Sie waren genauso dabei wie ich. Wir müssen das Haus stürmen und den Scharfschützen eliminieren. Das ist unsere Aufgabe und Pflicht. Sie wissen ganz genau, dass das nicht wahr ist. Wir sind 5 Kilometer von unserer geplanten Route entfernt. Wovon reden Sie, Huber? Du hast es doch auch gerochen. Ich hab's gerochen. Wir alle haben's gerochen. Wir sind hungrig. Also sag mir nicht, dass wir hier sind, weil auf uns geschossen wurde. Kappel. Der Baum dort. Bis zu diesem Punkt solltest du sicher sein. Bei geringer Munition ist ein Schuss aus dieser Entfernung offensichtlich zu weit für ihn. Also, wenn du dort angekommen bist, mach einen großen Bogen bis zu dem Brennholzstapel. Dort angekommen, mach dich bereit. Stürm das Haus durch die Seitentüre. Schieß auf alles, was sich bewegt. Viel Glück. Ich brauche kein Glück, Herr Kommandant. Ich habe keine Angst. Nicht vor dem Haus und auch sonst vor nichts. Und auch nicht vor dir. Schieß. Triff's immer.
Pappel! Pappel, heben Sie Ihr Gewehr auf! Pappel, nehmen Sie Ihr Gewehr auf und schießen Sie! Das ist ein Befehl! Soldat! Nimm dein Gewehr! Sofort! Katharina war fast 3 Jahre alt, als ich in den Krieg gegangen bin. Und ich kann immer noch ihre kleinen Hände in meinem Nacken spüren. Als wir vorhin durch den Wald gelaufen sind, da habe ich ihre Stimme gehört. Dann habe ich gewartet, bis sie hinter einem Baum hervorkam und gerufen hat: Papa, ich hab dich. Und ich dachte, ich werde verrückt. Aber ich bin nicht verrückt. Sie war da. Sie war da. Sie hat nach mir gerufen. Sie ruft mich nach Hause. Kommandant Schuster. Ich bitte um eine offizielle Entlassung aus dem Dienst. Als ein Freund. Huber, nimm dein Gewehr. Ich weiß, dass du keine Munition mehr hast! Komm raus! Und ich will deine Hände sehen!
Bist du's?